Vielen Dank für die Möglichkeit, heute auch dabei sein zu können und insbesondere auch zu zeigen, wie auch in der Realität letztlich auch diese Testungen vorgenommen werden können. Es ist dies ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil wir glauben, dass es ein besonders unbürokratischer und niederschwelliger Weg ist, wie ich zu Testungen kommen kann. Das ist ein großer Vorteil und Karl-Heinz Kopf, bei dem ich mich auch ganz besonders bedanken darf, weil wir seit Wochen und ich gestehe vielleicht seit Monaten daran gearbeitet haben, dass betriebliche Testungen Teil der nationalen Teststrategie werden und es freut uns ganz besonders, dass das gelungen ist. Wenn wir wirklich diese Krise bewältigen wollen, dann brauchen wir gerade jetzt Testungen, 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 wie Karl-Heinz Kopf auch schon angesprochen hat. Und das auf niederschwellige Art und Weise. Ich glaube übrigens auch, dass wir auch in einer Impfstrategie niederschwellig arbeiten müssen, damit die Menschen auch bereit sind, in größerer Anzahl diese Impfung und diese Testung auch in Anspruch zu nehmen. Karl-Heinz Kopf hat schon darauf hingewiesen, dass wir mittlerweile mehr als 900 Unternehmen haben, die ihre betrieblichen Testungen in die nationale Teststrategie einbringen. Das sind insgesamt jetzt mehr als 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit erreicht werden können. Das ist ein Zwischenstand von gestern. Die Nachfrage ist enorm. Die Nachfrage ist, glaube ich, auch nicht nur enorm, dass man zum Friseur gehen kann, so wie wir das alle schon gemacht haben, sondern dass man auch an weiteren Aktivitäten teilnehmen kann. Mein großer Dank gilt auch all jenen Unternehmen, die Sicherheitskonzepte umgesetzt haben, gemeinsame Unternehmen unserer beiden Häuser, die bewiesen haben in den vergangenen Monaten, wie gut das auch funktionieren kann. Ich darf auch daran erinnern, dass insbesondere die Produktion in den vergangenen Monaten de facto weitergelaufen ist, wenn auch unter Einschränkungen, aber die Unternehmen haben alle miteinander gezeigt, dass sie in der Lage sind, Sicherheitskonzepte umzusetzen, freiwillig umzusetzen, um diese Produktion auch aufrechtzuerhalten. Ein kleiner Punkt noch, was uns auch freut, ist, dass diese Bemühungen jetzt auch unterstützt werden. Es gibt einen kleinen Beitrag des Staates und der öffentlichen Hand für diese Testbemühungen. Das ist ein zusätzlicher, wichtiger Punkt und für uns eigentlich ein symbolischer Punkt, der auch zeigt, dass anerkannt wird, was Unternehmen, was die Wirtschaft auch für die Gesundheit der Allgemeinheit tut. So gesehen handelt es sich wirklich um eine Win-Win-Situation, die der Allgemeinheit, den Unternehmen und den Menschen hilft. Dafür ein besonderes Dankeschön allen, die sich daran beteiligen. Ein besonderes Dankeschön, dass uns das gemeinsam gelungen ist. Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung und steht der Tropfen hüllt den Stein. Und so gesehen sind wir heute besonders froh, dass diese gemeinsame Aktion seit Beginn dieser Woche läuft und sehr, sehr, sehr erfolgreich begonnen hat. Dafür ein herzliches Dankeschön.